Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Pharma 2.0. Und wir sind natürlich wieder am Start mit unserem lieben Yannick. Hallo. Ja, und in der letzten Folge, meine Lieben, oha, wartet, da muss ich ganz kurz, es ist der Bananachu hat geresubbt im zweiten Monat. Vielen, vielen Dank dafür. Und der Fabian Gaming LP hat ebenfalls geresubbt im vierten Monat. Dafür natürlich, vielen, vielen Dank dafür. Gibt es natürlich für euch das Herz, was von Herzen kommt. Dankeschön. Und ja, in der letzten Folge hatten wir es ja so zum Ende hin, da hat uns der liebe Yannick so von seinen Kindheitserinnerungen erzählt, was er so verzapft hat, wo der kleine Yannick auf Reisen gegangen ist. Und bei mir gibt es da auch noch so eine kleine Anekdote, was ich früher so für Bockmist in den Augen meiner Eltern gemacht habe. Ich weiß nicht, ob es der ein oder andere kennt, aber wir hatten früher zu DDR-Zeiten oder überhaupt, das gibt es jetzt bestimmt auch noch, für Blumen so ein, wie so eine Art Podest im Wohnzimmer stehen. Und naja, meine Frau Mutter, die mag halt Blumen in allen Varianten, ne? Und ja, wir hatten dort einen weißen, wunderschönen weißen Teppich liegen. Und meine Eltern hatten es immer so gehandhabt, Donnerstag Vormittag in der Woche waren sie immer einkaufen. Und wenn Ferien waren, ja, war der kleine Exe ja, dann in der Zeit zu Hause mit dem großen Bruder, ne, ist ganz klar. Und sag mal so, wenn man mich nicht festgebunden hätte, hätte ich nur Mist gebaut, ne, muss man ganz ehrlich sagen. Ich war ein kleiner Strolch. Aber ja, ich bin ja ein Naturmensch, sagen wir es mal so. Und wo meine Eltern dann halt nicht da waren, habe ich mir gedacht, okay, ich helfe mal meiner Mutti beim Blume umtöpfen. Und habe alle Blumen, die da drauf standen, ausgetopft. Auf dem weißen, teuren Teppich. Da waren dann... Der war danach leider nicht mehr weiß. Ich habe es, als wäre es gestern gewesen, das Klingeln immer noch im Ohr. Und meine Eltern nach Hause gekommen sind und ja, als sie es gesehen haben und ich dann meinen vollen Vor- und Zunamen gehört habe, kam so der Gedanke, oh, war wohl doch nicht so gut. Ja. Boah. Begeistert waren sie nicht, muss man sagen. Hast du also echt den ganzen Teppich erstmal Baustelle gemacht quasi? Ja, also ich habe die ganzen Blumen von dem Podest genommen, fein säuberlich natürlich, Grüße nachgeordnet. Und man muss dazu sagen, ich hatte halt einen Tag zuvor mit meinem Bruder umgetopft, ne? Und ich dachte mir, ja gut, das machst du bei allen Pflanzen. So, aber ich wusste halt nicht, dass man die innen... im Haus, dass man die erstmal rausnimmt und draußen das macht. Ich dachte mir halt als Stübel, ja gut, okay, was machst du in der Wohnung? Gott, war meine Mutter sauer. Ja gut, das glaube ich natürlich. Ah, ja gut, mein Vater stand daneben. Es ist nicht so toll. Auf dem wird mal was. Bist du nach dem Auto? Ja, ist mal... Ja, mein Bruder hat gesagt, naja, passiert, ne? Machen wir das nächste Mal anders. Wir haben ja schon immer Blödsinn gemacht irgendwo. Na, allerdings haben wir immer versucht, bei dem Blödsinn niemanden irgendwie zu verletzen. Außer uns selber vielleicht. Weil es blieb ja nicht aus. Deswegen, ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, Tretautos. Ein Tretauto, Janik, kennst du ja auch, ne? Ja, klar. Hatte ich ja früher auch. Und ich wollte immer driften. Das ging aber auf Beton oder Pflasterfläche relativ schlecht. Deswegen, damals war Winter, haben mein Bruder und ich unten im Waschhaus einen Wasserschlauch dran gemacht. Haben den bis hoch in den Hof gelegt. Und haben erstmal den ganzen Hof eingewässert über Nacht. Und man muss sagen, früher waren die Winter richtig kalt. Noch. So, am nächsten Tag
da ging es ja schon los. Mein Vater kam von Dienst, im Dienst der Feuerwehr, stellte sein Auto in die Garage und wollte dann über den Hof zum Wohnhaus laufen. Und da passierte ja schon das erste Malheur. Es zog ihm phänomenal die Routen weg. Da war ja schon das erste Geschrei am Frühstückstisch. Aber schön langgelegt, ne? Und du musst dir vorstellen, wir zwei standen ja oben am Fenster, haben das Ganze beobachtet. Ihr habt da wahrscheinlich sogar noch gefreut, wa? Ja, ganz dezent. Es lag ja Schnee drauf. Das hat ja keiner gesehen. Naja, wir dachten uns dann, okay, nach der ersten Standpauke, gut, gehen wir mal raus und machen uns vielleicht mal Gedanken, wie wir das wieder wegbekommen. Ah, zwischenzeitlich habe ich dann mein Drehauto geschnappt und bin dann auf dem Eis drauf rumgeschlittert. Dann bin ich aber so drauf rumgeschlittert, dass es mich gegen die Garage, also gegen das Garagentor gehämmert hat. Und ja, ich kopfüber gegen das Garagentor gehämmert bin. Oh Mann. Hm. Tat nicht so gut, oder? Nö, gab eine kleine Platzwunde. Das war, ja. Ja, es ist, also, haben das öfteren mal vor, dass da irgendwo mal was war. Oder was ich gerne gemacht habe, aber das macht bestimmt jedes Kind gerne mal. Bei den Eltern oder überhaupt so die Treppen nach unten auf dem Hosenboden, so klack, 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 klack. Also das hat bestimmt jeder schon mal gemacht. Und es gab ja früher die Heizkörper, die waren ja nicht so klein oder Fußbodenheizung, so Gedöns gab es ja früher alles nicht. Und da waren ja die Heizkörper schon solche halben Kühlschränke, die da an der Wand hingen. Oder standen vielmehr. Ja, ja, ich habe das halt auch mal gemacht, bin die Treppe nach unten, dum, 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 dum. Hab aber leider den Abstand zum Heizkörper unterschätzt. Oh. Ja, bin halt auch mit der blanken Stirn fünf auf den Heizkörper geschmettert. Ah. War halt, ja, naja, nicht so toll. Nicht so schön. Nee. Ja, ich habe halt viel Blödsinn gemacht. Aber es war halt lustig, ne? Gut, die Aussage meiner Eltern war immer, wir wünschen dir ein Kind, das noch schlimmer ist wie du. Gott sei Dank ist es nicht so eingetroffen. Auch wenn ich sagen muss, gut, meine Tochter hat auch schon Dinger gemacht, wo ich mir sage, puh, heftig, heftig. Wir hatten, was mal passiert war, aber das war unbeabsichtigt. Oha, Janik geht ansehen. Was auch mal passiert war, da war der Kleine, ich weiß gar nicht, ob die da... War die da 4? Ich glaube, die war da 4. Da waren wir auch bei meinen Eltern zu Besuch. Und, warte mal, bin ich jetzt hier eigentlich richtig? Ja gut, müssen wir uns durchwurschteln. Ja, genau. Und, ja, da waren wir halt bei den Eltern zu Besuch. Und, ja, die Kleine ist halt so, alles was Tiere ist, ne, da ist die ja dafür zu haben, zu begeistern. Und, ja, mein Papst, der hat ja Karnickel. Da war sie mit drin im Karnickelstall. Und wie kleine Kinder so sind, sie stecken ja überall die Finger rein. Mhm. Ja, oder wollen mithelfen oder so. Und naja, bei ihr war es so, sie hat halt mitgefüttert und da war auch so ein kleiner Kräpel dabei von Karnickel. Der hat sie natürlich in der Hand gebissen, aber bis auf den Knochen. Boah. Ich sage dir, das war alles andere als lustig. Vor allen Dingen, das ganze Zeug, das hat ja gesuppt wie Sau. Ja, ja, klar. Boah, ich sage dir, da ging es mir das erste Mal in meinem Leben hier mit Kind durch und durch. Yeah. Naja, was haben wir gemacht? Tochter geschnappt, ab zum Arzt. Und haben natürlich erstmal alles untersuchen lassen, was geht, ne? Und ja, Gott sei Dank, es musste nur mit 4 Stichen genäht werden. Aber es war schon heftig. Das war schon heftig. Der Karnickel hat sich dann auch gefreut, als wir wieder da waren. Also warum? Weil wieder gefüttert wurde. Nö. Hat es dann sehr warm. Das, ja. Ich wollte das so jetzt nicht sagen. Ja, naja. Dachte mir, okay.
hast mein Kind gebissen, ich beiß dich. Also kurz gesagt, mein Lieben, kurzer Prozess gemacht mit dem Kanickel, er lag dann in der Pfanne. So, ach, hier war, ja genau, hier war der Punkt zum Verkaufen. Yannick, ich würde mir den Schlepper, also ich würde mir also den Schlepper verkaufen. Mhm. Und wir bekommen noch ordentlich Geld dafür. Ja, den hauen wir jetzt raus. Und bin gerade am überlegen, ob mittelgroße Traktoren, aber eigentlich schon, ne? Wir haben ja einen mittelgroßen verkauft. Und, aber gut, den holen wir uns nicht, das ist ja Yannick seiner. Ja, hat ja Yannick Lust drauf, auf den blauen? Den kannst du das von mir aus auch gerne holen. Ah, kann ich auch holen? Ja, klar. Okay. Gut, mein Lieben, da machen wir jetzt mal, ja, guck mal, da machen wir jetzt was Schönes fertig. Was haben wir denn da? Breitreifen. Komm, den machen wir mit Breitreifen. So, was nehmen wir? Motorausführung, was haben wir denn da? 160? Ah, okay. Frontladeranbau. Ja, zur Not nehmen wir mal Frontlader mit. Da gucken wir einfach mal. Den holen wir uns. Da haben wir sogar gespart, ey. Da haben wir sogar Gewinn gemacht. Gewinn gemacht und 10 PS mehr. Ja, guck mal an, du. Das müsst ihr erstmal hinkriegen, ne? Oh ja. Oh ja. Ein schicker Ford, Powershift. Also find ich gar nicht so schlecht. Wir gucken mal Innenraum. Boah. Auch nicht schlecht gemacht. Ja, klingt schön. Okay, da hat schon. Hat schon einen gewissen Klang, der Kleine. Hat schon einen gewissen Klang. Wollen wir nicht meckern. Werden wir den jetzt mal eine Zeit lang genießen hier. So, genau. Ja, nee, das war halt damals so eine Sache. Da habe ich mir dann auch gedacht, Aber bei ihr war es dann so, sie ist dann auch erstmal eine Zeit lang nicht mehr zu der Karnickel hin, ne? Ja, wegen der Angst, oder? Das hat sich, fand ich krass, das hat sich so eingeprägt. Es dauerte so ungefähr anderthalb Jahre, bis das dann irgendwo aus dem Kopf raus war. War schön heftig. Ja, sowas, das brennt sich extrem ein. Bei das Kindern. War schon krass, ich weiß gar nicht. Gar nicht, ob ich hatte ich irgendwann mal. Nö, also Probleme mit Tieren hatte ich eigentlich sonst noch nie. Ja, doch eh mal mit der Katze, aber ja. Hab ich ja vielleicht ein bisschen zu sehr geärgert. Wir hatten ja früher auch Katzen auf dem Hof, ne? Mhm. Und die hatte ja ab und zu ja mal kleine Katzenbabys, ne? So schön wie sie sind. Und bei dem einen Wurf, da war ich etwas herangewachsen, kann man sagen. Ne? Ich war 5. Und da habe ich mir so gedacht, Mensch, die sind ja eigentlich ganz niedlich und die machen ja eigentlich auch Spaß. Komm, lass mal spielen mit den Katzenbabys. Und was hat Klein Axel gemacht? Er hat die Katzenbabys genommen. Und die fahren ja dann automatisch irgendwie die Krallen so aus, ne? Ich habe die so spaßeshalber an die Couch geheftet. Also an die Couch lehnt. Die hingen dann da. Bewegten sich nicht. Und naja. Irgendwie fand die Katzenmutter das nicht so toll. Wo ich mir das letzte dann nehmen wollte und mit dran bappen wollte, da ist das Vieh auf mich los, ne? Hat mich das erstmal massakriert. Das hat sich ein bisschen eingebrannt im Kopf. Ja, das stimmt. Aber die Katzen. Wird man vorsichtiger halt, oder? Ja, ne, definitiv. Aber man muss sagen, über Jahre hinweg habe ich dann auch immer gesagt, Katzen, ach nee, um Gottes Willen, Katzen sind falsch, brauche ich nicht, will ich nicht. War dann ein paar Jahre auf dem Bau. Und das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, aber wo ich da das Katzenbaby in der Baggerschaufel gesehen habe,
Ja, gut, dann hat sich selbst mein Herz erweicht, ne? Könnte ich ja nicht da drinnen lassen. Dann hast du es mitgenommen. Ja. Hast mal rausgeholt. Die kleinen, naja, du musst dir vorstellen, so ein kleines Häufchen Elend von Katzenbaby. Ja. Mit richtig groß leuchtenden Knubbelaugen. Und einem herzzerreißenden Miau. Da kann, also tut mir leid, da kann noch so ein starker Mann da stehen, aber da, selbst der wird die Katze mitnehmen. Ich glaube, ich hätte das gleiche, oder? Ja, hab dann erst einmal von Baustelle aus ist die Katze, ja, mach das mal, ne? Bist auf der Baustelle, hast ja nichts, wo du das Vieh nein tun kannst, ne? So. Ja gut, was hast du gemacht? Hast geguckt, Jackentasche, Katze, passt relativ, dein gestopptes Ding. So, guck dir oben der Kopf raus. So bin ich dann erstmal noch eine halbe Stunde mit dem Tierchen da im Bagger gesessen, die Arbeit fertig gemacht, ne, und dann von dort aus gleich zum Tierarzt durchchecken lassen und ja, dann mit nach Hause genommen. Eine Tochter hat sich halt gefreut, ne? Kommst von Arbeit und bringst du ein kleines Wollknäuel mit. Ah, ja, und jetzt haben wir sie halt immer noch, ne? Gute alte Cookie, der ist nämlich Keks. Meine Tochter damals gefragt, wie wollen wir denn unsere Katze nennen? Ja, hatte nicht bedacht, sie aß einen Keks und hatte nicht bedacht, dass sie dieses Wort wählt. Und sie sagte Keks. Dachte ich mir, ja gut, Keks klingt ein bisschen komisch. Nehmen wir mal die englische Variante. Ja, haben wir sie halt Cookie getauft. Jetzt ist sie schon so alt, jetzt ist sie mittlerweile... jetzt fängt sie mittlerweile an und sieht aber nicht mehr richtig. Also orientiert sich wirklich nur noch nach Geruch. Und ja. Gute alte Bertha. Gute alte Bertha. Sag ich immer. Aber die hat eine Angewohnheit, ne? Wenn man sich auf die Couch legt oder setzt, ne? Jetzt zum Beispiel mit kurzen Hosen oder so. Weil ich muss dazu sagen, ich renne ja, wenn wir in der Wohnung sind, privat nur mit kurzen Hosen rum. Ist einfach entspannender. Mhm. Und wenn ich mich dann auf der Couch setze, die Katze kommt nicht zu mir, wenn ich keine Decke mit hinlege. Erst wenn ich die Decke an mich lege oder so in meine Nähe lege, so, ne, also über die blanke Haut, ne, erst dann kommt sie hin und legt sich hin und fängt dann erst einmal 10 Minuten an, Milch zu treten. Oh, das ist auch so ein Ding. Oh. Da geh ich ja auch fester. Ah, es ist halt. Ja, wie Tiere halt so sind, ne? Irgendwann, wenn du die jahrelang hast, kannst du dann auch nicht mehr ohne. Ja, das stimmt. Katze hatte ja früher immer die Angewohnheit, wenn ich geschlafen habe, hat sie sich ins Bett geschlichen und ich bin ja. Eigentlich so ein Vertreter, ich mag das eigentlich nicht, wenn Tiere im Bett sind. Bin ich wirklich auch strikt dagegen. Selbst mein Hund guckt mich immer mit großen Augen an. So, ich sage, du 40 Kilo, bleibst bitte draußen. Das wird nicht. So, und die Katze hatte früher immer die Angewohnheit, wo sie noch gut sehen konnte, sie hat sich auf meinen Kopf gelegt. Das war früh immer sehr schön. Also sie muss das kurz vorm Aufwachen immer gemacht haben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lachst du da halt immer auf den Kopf und hast du dir gedacht, toll, eine Fellnase. Bin heftig. Wenn ich mir so vorstelle, wenn man aufwacht, dann hat direkt so ein Wollknoll im Gesicht hängen. Ah, ist total geil, musst du haben. Gibt nichts Schöneres. Meinst du, sollte ich auch mal ausprobieren? Naja, ne? probier mal. Du wirst es lieben. Oder nicht? Mit Sicherheit. Was ich auch empfehlen kann, ist, wenn der Hund zum Sonntagmorgen denkt, ach komm Mensch, ich mach mir einfach mal den Spaß und leck meine Herrchen quer übers Gesicht, um ihn zu wecken. Am besten morgens um 6 oder so. Ja, so war's ja auch. Denkst du ja... Ich sag jetzt mal nicht, dass ich dir das gönne. Oh, was da? Denkst du dir zum Sonntag, ach ja, komm, könntest ja mal bis um 7 schlafen. So, und dann erst... Die morgendliche Sportrunde machen. Aber nee. Hundeli wollte das anders. Das ist eine Sauerei, sag ich dir. Ekelhaft. Ganz Schmotter in der Fresse hängen. Bäh.
Ja, ne. Da gibt's Schöneres zum frühen Morgen, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Das muss man einfach mal so festhalten. Das ist absolut nicht meins. Das habe ich ihm auch dann begreiflich gemacht. Und er ist ja dann immer so, wenn du ihn anmeckerst, ne? Du musst echt versuchen, ernst zu bleiben. Also es ist bei ihm wohl beraten, wenn man dann ernst bleibt in der Gestik und Mimik. Denn er sitzt dann vor dir und fängt an, seinen Kopf hin und her zu drehen. Legt die, also stellt die Ohren dann so auf und die schlappern dann so hin und her bei jeder Drehung. Und dann denkst du dir, Alter, will der dich jetzt eigentlich verarschen? Weißt du? Also, boah. Das ist immer, ja. Ja, da musst du dann halt eben aufpassen, dass du da nicht irgendwie in Verlegenheit gerätst, wa? Ja, definitiv. Also, könnt ihr nicht anfangen mit Lachen. Das geht nicht. GPS siliert haben wir. Ganz Pflanzensilage. 25.000 Liter. Ja, komm, das ist gut. Das können wir bei der Kühe reinwerfen. Ach, bei der Kühe? Okay, ich will es gerade verkaufen. Ja. Aber gut, das macht nichts. Warte, da fahrst du zum Kuhstall. Bei uns am Hof, ne? Ja, logischerweise. Genau. Okay. Ja, da bringen wir das gleich mal im Kuhstall vorbei. Und dann sowieso mal gucken, wie es dort aussieht. Wie die Eier aussehen, ob wir da schon wieder ein bisschen was haben, was die Eier anbelangt. Da war ja auch noch ein bisschen was. Der Matze schreibt, naja, aber besser als wenn der Hase einen jeden Morgen weckt, in den er dir im Gesicht rumleckt. Naja. Das lassen wir mal so im Raum stehen. Hast du Karnickel im Bett oder was? Oder wie? Unglaublich. Das ist auch interessant. Ja, definitiv. Ich habe vor, der fängt so mitten in der Nacht an zu klopfen. Boah, Alter, wird der bei mir. Boah. Alter, wäre der erste Schritt am nächsten Tag der Pfanne. Alter, das geht ja gar nicht. Ich muss ja auch sagen, meiner hat ja noch, der wird ja wie gesagt, die ist schon 3 Jahre. Der hat ja die Anwandlung, ich meine, klar, es ist ja verständlich, er ist ein Rüde, ne? Wenn die Hündin läufig sind, ne? Ja. Und der das in seinen Riechkolben kriegt, dann denkst du ja, der Hund hat noch nie Hirn besessen. Da ist ja alles weg an guter Erziehung. Und kriegt er immer so eine kleine Anwandlung, aber guckt, pass auf, der guckt dich vorher an, ne? Du bist abends ganz chillimilli auf der Couch, denkst dir, gut, guckst du mal entspannt, was gibt's bei Netflix oder Prime, was könnte man sich denn mal gönnen, ne? Da guckst du zu deinem Hund, weil er sich ja obligatorisch vor den Fernseher setzt, dass du ihn ja auch ja siehst. Dann guckt er dich an, wartet kurz und dann macht er. Und du denkst dir, hallo? Da hab ich auch gedacht, ich bin im falschen Film. Also, das, ne. Da hab ich auch. Deswegen haben wir uns entschieden, ihn dieses Jahr Schnippi Schnappi, dass da endlich Ruhe reinkommt. Also viele haben ja auch, bis die großen Bogen fahren, jetzt komme ich hier nicht rum. Viele haben ja auch gesagt, ich habe mich nämlich gerade schon wieder verfahren, Yannick. Ich habe die einfach zum Hof verpasst im ganzen Gesabbel. Sollte ich vielleicht doch besser so eine Art Las Vegas Schild aufstellen, oder? Ja, so blinkend, weißt du, hier geht's ja zum Hof, weißt du, ja, so. No. Ja, manchmal nicht verkehrt. Ja, nee, also viele oder manche sagen ja auch, dieses Chippen, also kannst den Hund ja auch per Chip kastrieren lassen. Ich glaube, für ein Jahr hält das irgendwie, ne? Mhm. Und da werden ja auch irgendwie Hormone und Haumischblau und keine Ahnung, damit das Ganze halt unterbunden wird. Und das soll wohl doch schon besser sein für diejenigen, habe ich mir sagen lassen, die dann wohl drüber nachdenken, den Hund dann später nochmal für die Zucht zu nehmen oder sonst gleich. Ja. Gut, da ich mir sage, okay, Zucht werde ich nicht machen, weil das ist ja jenseits eigentlich von der Zeitrechnung her. Deswegen haben wir gesagt, okay, wird komplett schnippelt, der Kleine. Hat
wird auch nochmal erfrischend. Aber ich muss sagen, unsere Tiere produzieren ja noch gar keine Milch. Achso, wir sind ja noch in der ersten Season, ne? Richtig. Das könnte dann quasi, warte mal, das bedeutet ja, die vermehren sich jetzt erst einmal, ja? Theoretisch. Die müsste auch kommen, ja. Müssen wir mal gucken. Wollen wir vielleicht noch welche dazu kaufen oder? Oder denkst du das nicht so? Hier? Ich weiß nicht. Wir haben jetzt aktuell, oder? Aktuell haben wir 8 Kühe. Ja, doch, dann können wir mal kaufen. Ist ja nicht. Denke ich schon. Ja, ne, dann kick mal. Kick mal, genau. Verdammt, da kommen wir da so ein bisschen die Berliner Gene durch. Warte mal, wir haben ja auch Gülle, ne? Ja. Wollen wir direkt auf Gülle, wollen wir auf Gülle bleiben oder wollen wir auf Mist umschwenken? Lass uns mal auf Gülle bleiben. Okay. Finde ich gut. Bei Gülle-Technik haben wir auch an sich nicht so wirklich benutzt bisher. Richtig. Könnte man auch. Und dadurch, dass wir hier auch das Menu-System drauf haben. Oh ja, stimmt. Da können wir Schleiche ziehen und so. Immer mit dem Schleiche spielen. Okay, das klingt so komisch, meine Lieben. Allbekannten Gülle-Kobras. Oh ja. Da kommen die Gülle-Kobras wieder zum Einsatz. Deswegen, meine Lieben, seid gespannt, wenn die Gülle-Kobras zum Einsatz kommen. Aber ja, wir sind für heute erstmal fertig. Wir haben wieder phänomenal 6 Minuten überzogen. Deswegen, ja, wenn es euch gefallen hat, ne, schreibt ja gerne was dazu in die Kommentare. Und wir sagen erstmal Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.